Danke, Ingo. Du meintest, ich solle so aus unserem Kontext heraus ein wenig in diese Problematik des Krieges der beiden Nationen, die da miteinander so tödlich in Verbindung sind, ein wenig schildern aus unserer Perspektive, aus der GLE-Perspektive. Und du hattest mich ursprünglich gefragt, glaubst du, ist Krieg überhaupt notwendig? Zunächst, das Statement, das ich gerne vorab stellen möchte, ist, und das habe ich wiederholt in diesen Meetings auch gesagt, mit den Russen, mit den Ukrainern, Friede gibt es nur auf der Basis von Dialog. Weil Krieg ist Dialogverweigerung, ist Dialogverunmöglichung. Und daher müssen wir alles daran tun, um in Dialog zu kommen. Ich würde gerne auch dann dazu noch etwas sagen, warum Dialog derzeit nicht möglich ist und was wir tun können, um in Dialog zu kommen. Aber zunächst einmal von Russen, von einzelnen Russen, aber auch in unseren Ländern habe ich schon gehört, es ist die Ukraine, die den Krieg will. Warum geben die nicht einfach nach? Warum wehren sie sich? Und dahinter steht natürlich NATO und USA und so weiter. Also, Friede wäre jederzeit möglich, aber die Ukraine will keinen Frieden. Das sehen viele Russen so. Der Krieg ist etwas, das in der Natur liegt. In der tierischen Natur. Bekämpfen, fressen, Nahrungskette, das alles hat mit Krieg zu tun. In der menschlichen Natur, Kinder, was Kinder streiten können, wer Kinder hat, weiß, wie die streiten können. Das ist dann eine Erfahrung des Vernünftigwerdens, der Vernünftigere gibt nach und so weiter, dass wir dann dahin kommen, dass wir bessere Lösungsmöglichkeiten finden, als einander zu hauen, zu beißen, zu kratzen. Jaspers meinte mal, Krieg ist manchmal unausweichlich. Wenn es nämlich darum geht, dass das Sein-Können in Gefahr gerät. Warum konnten die alten Griechen sagen, Polemos pater panton, warum ist der Krieg der Vater aller Dinge? Das ist ja doch eine unglaubliche Sache. Wir haben den Krieg völlig ausgeblendet. Wir hatten jetzt Friedensbewegungen und so weiter, Lichterketten und Krieg gab es nicht mehr. Und ich habe so oft gesagt, etwas für ein ganz großes Glück in meinem Leben ist, dass ich 70 Jahre alt werden konnte, ohne Krieg erleben zu müssen in unseren Landen. Wir hatten es in Jugoslawien und so weiter. Also ist nicht ganz ohne, aber persönlich habe ich den Krieg, der jetzt da ausgebrochen ist, sehr schmerzvoll erlebt. Ich habe Freunde auf beiden Seiten. Ich bin seit über 20 Jahren jedes Jahr einen Monat in Russland. Ich bin seit 10 Jahren jedes Jahr eine Woche in der Ukraine. Ich habe persönliche Verbindungen zu diesen Menschen. Und nun auf einmal zu sehen, dass die miteinander nicht mehr wirklich reden können. Und selbst in unseren Reihen, dass von den Ukrainern die Forderung laut wurde, wir verlangen, dass ihr die russischen Existenzanalytiker ausschließt aus dem Verein, dass ihr dort nicht mehr unterrichtet. Das hat mich sehr enttäuscht, persönlich. Ich hatte das Gefühl, es nimmt mir, ja, wofür bin ich so viele Jahre dahin gefahren? Denn ich dachte immer, mit der Existenzanalyse bringen wir eine Sichtweise des Menschen, die die Person sieht, die den Dialog aufrechterhält. Und nun habe ich Pauschalierungen gesehen. Alles, was russisch ist, ist unerträglich. Das ist ja das alte Dilemma der Kollektivschuld, das wir von Frankl her so gut gekannt haben und wogegen sich Frankl so
gestemmt hatte und sich sehr viel Unbillen geholt hat in der jüdischen Community in Österreich und besonders in Wien. Er war ein Outcast in ihrer Community, weil er in diesem ganzen Holocaust-Business, das auch drin ist, nicht mitgemacht hat. Und jetzt wieder diese Pauschalierungen, diese Schubladen. Die gehören in die Schublade, das sind die Aggressoren. Und ich habe mit denen gesprochen. Alle russischen Kolleginnen und Kollegen der Existenzanalyse waren alle ohne Ausnahme gegen den Krieg. Da gibt es natürlich verschiedene politische Lager und historische Erklärungen und so weiter, die Hintergründe und die Überzeugungen, aber das Medium Krieg einzusetzen, haben alle abgelehnt. Und als ich das einmal in einem Vortrag auf Einladung der Gestalttherapeuten in der Ukraine gesagt habe, dass es eine Handreichung gibt von russischen Psychotherapeutinnen und Kolleginnen, die auch gegen den Krieg sind und die selber darunter leiden, ist ein Shitstorm gegen mich ausgebrochen in den Social Media. Für eine Hasstirade gegen mich. Unsere ukrainischen Kolleginnen haben befürchtet, sie werden ausgeschlossen aus dem ukrainischen Dachverband, weil ich als Existenzanalytiker so etwas zu sagen wage, dass Russen auch gegen den Krieg sind und sich schämen. Und sie haben das so oft gesagt. Und da wird aber das persönliche Gesicht sichtbar. Da sehen wir wieder Menschen und nicht Kategorien und Pauschalierungen. Und dieses den Ukrainern vor Augen zu führen, löst so eine Hasstirade aus. Und ich habe dann mit Ukrainern wieder Sitzungen gehabt, stundenlange mit unserer Community. Da war so viel Hass auch. Es ist mir einfach nicht begreiflich. Und ich habe persönlich wirklich sehr zu leiden gehabt. Und leide noch immer. Sie können es vielleicht auch an meiner Stimme hören. Denn das tut weh. Ich versuchte über Jahrzehnte persönliche Beziehungen aufzubauen. Und dann fahren da so Panzer drüber. Ich hatte gehofft, dass wir bei diesem Kongress, den die GLE International, der Vorstand, gratis zur Verfügung stellte, den Russen und den ukrainischen Kolleginnen, dass wir uns hier treffen können, auf einem neutralen Ebene in einem Ausland, dass wir hier, dass einander gesehen wird, das sind Personen, das sind einzelne Menschen, die nicht blind einer Ideologie folgen. Das ist nicht der Fall in unseren Kreisen. Gott sei Dank. Und ich hatte erwartet, dass wir hier persönliche Begegnungen, dass das möglich sein wird. Das ist eine sehr große Enttäuschung für mich, die sehr schmerzlich ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich weiß, wir werden eines Tages dahin kommen. Es ist eben Krieg. Und der Dialog ist nicht möglich. Und es ist verständlich. Es waren die russischen Kolleginnen und Kollegen, die auf Anregung, und das darf ich jetzt hier vielleicht doch sagen, von Irina Davidenko, die das über Mitrilaius, den nach Russland gebracht hat, und die haben das aufgegriffen und der russische Vorstand unserer Gesellschaft hat beschlossen, wir respektieren die verletzten Gefühle unserer ukrainischen Kolleginnen und Kollegen und geben ihnen den Raum, dass sie an diesem Kongress teilnehmen können, weil die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen haben den Kongress boykottiert. Die sagten, wir können da nicht teilnehmen. Boykottiert oder einfach unmöglich, weil Irina sagte, es ist eine Frage der Würde. Man hat uns so viel genommen. Wie können wir dann im selben Raum sein mit denen, die aus dem Land kommen, das so
brutal in unser Land eingeschritten ist. Und wie können wir da dabei sein? Und dann haben die gesagt, die russischen Kolleginnen und Kollegen, wir wollen nicht nur, wir haben ein Solidaritätsschreiben geschrieben, die ukrainischen Kollegen wollten das zuerst gar nicht hören. Ich durfte das gar nicht vorlesen bei einem internationalen Treffen. Schließlich durften wir, haben wir es dann auf unsere Homepage gesetzt und ich habe den Ukrainern gesagt, wen es euch interessiert, könnt ihr es dort nachlesen. Also so wenig Dialog und Austausch, das ist ja schon erschütternd und schmerzlich. Haben die russischen Kolleginnen und Kollegen gesagt, geben wir ihnen den Raum, nicht nur Solidaritätsschreiben, sondern wir möchten auch eine Tat setzen, damit sie etwas erleben können. Und so haben sie beschlossen, dass sie nicht online teilnehmen, sondern den Kongress nur nachhören. Das gab hitzige Debatten auf der russischen Seite, stundenlang und auch sehr schmerzliche. Und nachher, als es dann publik wurde und außerhalb der Ausbildner und des Vorstandes gab es hitzigste Debatten, als es dann publik wurde, ist ein Chaos ausgebrochen. Hasswellen sind entstanden. Wie kommen wir dazu, dass wir darauf verzichten müssen? Online dabei sein ist viel lebendiger als nur nachhören dürfen und so. Und von vielen mit Unverständnis aufgenommen worden. Da kommt dazu, russische Kommunikationspolitik ist anders als bei uns. Die haben natürlich das nicht so gut kommuniziert und die Leute haben sich übergangen gefühlt. Also viele Faktoren kommen zusammen. Aber bis zuletzt, bis gestern, bekomme ich Mails über die Unerhörtheit dieses Vorgehens von der russischen Seite, von einigen. Die meisten stehen sehr dafür. Ich bekomme auch Mails, die total das unterstützen. Aber Krieg ist ein Durcheinanderwürfeln, auf Griechisch Diabalein, Diabolos, diabolisch. Das heißt der Teufel, das Durcheinanderbringen. Alfred, deine Betroffenheit ist gut zu spüren und auch dieser Konflikt. Und ich denke, es ist so wichtig, auch diese Gesten, auch wenn es kleine Gesten sind, die dann kommen von einer Seite, zu hören, wie viel Kraft das kostet, diese auch sich zu vereinbaren als Gruppe auf so eine Geste. Und ich stelle mir so die Frage, ist es Zeit zu sprechen? Gibt es eine Zeit, wo das Sprechen noch nicht dran ist? Das gibt es ja auch. Was braucht zur Ermöglichung des Sprechens, um in einen Dialog zu kommen? Das ist vielleicht auch dann nach deiner Antwort eine Frage an die Kollegen hier. Im Moment ist Sprechen sehr schwer möglich, gemeinsames Sprechen. Es gibt Gründe und aus den vielen Gesprächen, die ich hatte, habe ich ein paar zusammengetragen, aber auch zusammengetragen, wie Sprechen möglich sein könnte und womit das beginnt. Es ist schwer möglich, weil jede Seite ist gefangen in ihren eigenen Not. Man hat die Kraft nicht, man muss aufs eigene Überleben schauen. Man hat die Offenheit nicht. Jede Seite hat ihre eigenen Probleme. Wir müssen uns um unsere Sachen kümmern. Und wieso sollen wir miteinander reden? Es interessiert uns einfach nicht, wie es den Russen geht, sagen die Ukrainer. Und die Russen sagen, wir würden schon auch gerne mit ihnen reden, aber wir kommen nicht ran an sie. Es ist so viel schmerzliche Berührtheit auf beiden Seiten, sodass Differenzierungen flachfallen, die Person verschwindet, es wird pauschaliert, generalisiert, schubladisiert, kategorisiert. Statt der Person und der Einzigartigkeit, die ja für den Dialog Voraussetzung ist, sind eben die Kategorien. Dann fühlen sich manche abgewertet. Die Russen fühlen sich abgewertet, weil russische Sprache nicht mehr verwendet werden darf in der Ukraine. Und die Ukrainer fühlen sich abgewertet, weil jeder Russe selbstverständlich annimmt, der Ukrainer versteht Russisch und ich brauche mich gar nicht bemühen, Ukrainisch zu lernen. Und dieses gleichgeschaltet werden, Ukrainer kriegen das gratis und die Russen kriegen das auch gratis, wir sind auf derselben Stufe, das ist eine Abwertung unseres Leidens und so viele Faktoren, die das schwierig machen, in Dialog zu kommen.
Ich würde dann später gerne noch was sagen, wie wir vielleicht in Dialog kommen können. Möchte jemand? Ja, vielleicht darf ich an dieser Stelle auch noch mal ergänzen, weil auch mich natürlich Zuschriften erreicht haben und ich zum Teil auch in diesem Dialog mitbeteiligt war und das sehr, sagen wir mal, nachvollziehen kann, was du, Alfred, sagst, der du ja da noch ganz, ganz anders eingebunden bist und eingebettet bist. Mich und uns alle hier, glaube ich, macht das alles sehr betroffen. Wir spüren, diese Kriegssituation ist nicht nur eine ferne Angelegenheit, die irgendwelche Völker untereinander betrifft und eine gewisse Nähe zu uns hat, die wir hier jetzt mehr oder weniger Kontakte haben, zur Ukraine hin oder auch zu Russland hin, sondern es ist eben auch elementar und unmittelbar ein Geschehen innerhalb unserer Gesellschaft. Also es ist wirklich nicht woanders, sondern es ist da. Und deswegen haben wir uns dem zu stellen. Mhm. Und wir beobachten etwas von der Tragik, die der Existenz eigen ist. Ja, also das im Grunde zu existieren heißt, und das ist ein sehr tiefer Gedanke, den ich nach und nach erst tatsächlich in seiner ganzen Tragweite beginne zu verstehen. Zu existieren bedeutet, immer in Konflikten zu stehen. Also nicht in der Lösung dieser Konflikte stehen, das ist sicher die Aufgabe, um die wir ringen miteinander, aber die Existenz ist polar strukturiert. Und nur wenn wir diese Polarität halten und wenn wir diese zusammennehmen können, vielleicht können wir darüber später auch nochmal reden, was es quasi für eine Reife braucht, um Konflikte miteinander aushalten zu können, bestehen zu können und so weiter, können wir Lösungen finden. Was ich sehr verstehen kann, ist, dass Menschen sehr, sehr, sehr verletzt sind. Und dass die große Gefahr, wenn wir sehr verletzt sind und zu Recht diese Verletzung spüren, eigentlich vor einer ungeheuren Herausforderung stehen, wie wir damit umgehen. Ob wir den anderen, das anderen noch, hier sind es ja Menschen, ob wir uns wechselseitig noch im Blick haben können oder ob die Verletzung so tief ist, dass der Blick zum anderen im Grunde nicht mehr möglich ist und dann per Naturgewalt das in uns abläuft, was in uns angelegt ist. Nämlich bestimmte Mechanismen, wie wir uns schützen und retten und uns dann verhalten. Mhm. Mich hat oft diese Frage schon beschäftigt, aber nie in dieser Zuspitzung. Gibt es auch eine Grenze des Dialogs? Gibt es Situationen, wo man nicht mehr miteinander reden kann? Und wenn wir gleichzeitig sagen, Krieg ist deshalb, weil Dialog nicht gelingt, dann heißt es, es geht letztlich immer um das Ringen um den Dialog. Und hier, und das ist, glaube ich, unsere Ohnmacht, jetzt spüren wir müssen aushalten, dass zumindest für eine Zeit, solange diese Verletzung so groß ist, dieser Dialog im Moment nicht möglich zu sein scheint oder nur bedingt möglich zu sein scheint. Ich würde gerne Herrn Kolb fragen, welche Identität braucht es, um dialogfähig zu werden? Und wie komme ich in eine Identität, wenn ich schon eine habe, um dann wieder in so einem Konflikt dialogfähig zu werden? Das ist ein großer Sprung von dem, was die beiden Kollegen gerade angesprochen haben. Und da ging mir aber erst noch mal durch den Kopf, dass ich es natürlich total gut verstehe, dass Sie unmittelbar mit dem Thema in Ihrer Organisation konfrontiert sind und die Ohnmacht, die man da erfahren kann, die ist für mich total gut nachvollziehbar. Mhm. Aber meine Hoffnung ist allein die, dass doch irgendwann dieser Dialog zwischen den beiden kriegsführenden Parteien zumindest zu humanitären ersten Schritten führen könnte. Das wird lange dauern, da bin ich relativ überzeugt. Aber gucken wir doch in unsere eigene Geschichte. Wenn ich an die Auseinandersetzung, ich bin ein tief infiltrierter Protestant, der, wenn er die Geschichte anschaut, wie haben evangelische und katholische Völker sich wechselseitig über Jahrhunderte umgebracht? Oder wie lange hat dieser Konflikt in Nordirland sich weiter tradiert? Und trotzdem gab es an irgendeinem Punkt eine Ebene, auf der Dinge auch hätten auch anders geregelt werden konnten. Sie haben den Westfälischen Frieden angesprochen. Das war nur ein Anfang. In meinem Heimatdorf im Fichtelgebirge
Als da mein Vater, evangelischer Pfarrer, 46 hinkam, gab es erstmal nur eine einzige katholische Familie. Und dann kamen die vielen Flüchtlinge und es war am Anfang alles andere als eine freudige Bereitschaft, die deutschen Volksgenossen aus Ostpreußen, Schlesien aufzunehmen. Und es hat lange gedauert. Also der entscheidende Schritt war, das werden Sie jetzt lächerlich finden, dass eine Liebesbeziehung zwischen einem Flüchtlingsjungen und einem einheimischen Mädchen möglich war, aber nur deshalb, weil dieser Junge einer der besten Fußballer im ganzen Verein war. Dann war ein Stück, eine Ebene geschaffen, aber ich will der Frage nicht ausweichen, die Sie angesprochen haben. Ich glaube einfach, dass, wenn ich jetzt in meine eigene Biografie zurückschaue, als wir sowas wie eine linke Aufbruchbewegung 68 auf den Weg zu bringen versucht haben, da war meine größte Enttäuschung, dass wir uns ganz schnell aufgespalten haben in ganz viele unterschiedliche Strukturen, die sich wechselseitig die Identität abgesprochen haben. Also die vielen Leute, die dann irgendeiner K-Gruppe oder und es war ganz schwer, sich in dieser Szene überhaupt noch zu bewegen und zu sagen, wir haben doch gemeinsame Ziele. Und das hat wirklich lange gedauert. Und die Erklärung, die ich hatte, war immer, wir sind von der Generation, aus der wir kommen, noch mit so viel autoritärem Potenzial ausgestattet worden, dass wir glaubten, nur dadurch, dass wir die Autorität über andere definieren, dass wir darüber auch wirklich Einfluss nehmen können. Und das ist nach meiner Meinung, sieht man am Scheitern der K-Gruppen, das ist wirklich ganz deutlich geworden. Und eher diejenigen, die sagten, jetzt will ich doch erstmal meinen eigenen Anteil an autoritärem, etwa in der Psychotherapie oder in einer Selbsthilfegruppe oder in einem Kontext, in dem ich darüber reflektieren kann, bearbeiten. Das war für mich total wichtig, weil ich aus einem pietistischen Elternhaus kam, wo sehr viel von dem, wir wissen ganz genau, was der liebe Gott von uns will. Bis ich mit dieser Erblast einigermaßen fertig werden konnte und bin, glaube ich, immer noch nicht ganz fertig mit 79, konnte ich auch viel freier wiederum mit Leuten Kontakt aufnehmen, die sagen, ja, das war fürchterlich, dass wir damals uns gegenseitig das Recht abgesprochen haben, dein Weg, deine Identität ist die richtige. Und das hat wirklich nochmal eine Generation, eigentlich eher Kinder und Enkelkinder, die wir inzwischen haben, gefordert, dass das wieder möglich, eher möglich wird. Also von daher bin ich generell immer skeptisch, wenn es darum geht, schnelle Lösungen. Die Verfügbarkeit ist da überhaupt nicht da, sondern das erfordert Geduld, das erfordert Gespräche, die man auch nicht immer inszenieren kann, die immer oft zufällig entstehen. Mhm. Und deswegen glaube ich, in dem Augenblick, wo Identität zu einer Ideologie wird und dort gekoppelt ist, wird sie gefährlich und kann auch wirklich hohe zerstörerische Dynamiken auslösen. Also diese Selbstreflexivität, das über sich selber nachdenken, das erschüttert werden, sagen plötzlich, wir waren zusammen, plötzlich sind so viele, warum ist das so? Das ist ein Prozess, der Zeit braucht, der nicht zu erzwingen ist und auch mit offenen Ausgang, so wenn ich das verstehe, ja. Würde anschließen an das, was Sie uns vorgetragen haben, Herr Rosa. So diese Offenheit, dass zwar ein Bildungsprozess ist, aber was bei rauskommt, gibt da keine Garantie. Aber mir scheint, dass wenn ich zuhöre, was ich ja wirklich auch sehr bewegend und geradezu erschütternd finde, und übrigens, ich finde, erstmal, wenn man es jetzt so hört, was Sie gerade erzählt haben, finde ich irgendwie, ich kann da die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen schlecht verstehen, dachte ich zuerst. Aber vielleicht kann man es schon verstehen, also wenn einem Bomben auf den Kopf fallen sozusagen, dass man dann nicht groß differenzieren will. Aber interessanterweise habe ich dann darüber nachgedacht, dass wir ja eigentlich vor der gleichen Frage stehen. Also wenn wir Künstlerinnen und Künstler und Sportlerinnen und Sportler ausschließen und auch an der Universität, ja, eine der ersten Maßnahmen nach 1900... Projekte
genau. beenden. Das wollte ich gerade sagen. Also eine der ersten, unsere Unileitungen in Jena und Erfurt, war, ziemlich schnell nach dem 24. Februar haben gesagt, alle Kooperationsbeziehungen werden eingefroren. Und was ich besonders, da habe ich persönlich dagegen protestiert, keinen Studierendenaustausch mehr. Ja, die waren schon bestimmt russische Studierende, die zu uns kommen sollten und solche von uns, die dorthin gehen sollten. Und wird alles angehalten. Und da frage ich mich schon, also weil also ich finde, das ist anders aus einer deutschen Perspektive als aus einer ukrainischen, so sehr wir das nachvollziehen können, ob das eine gute Idee ist, weil also ich meine, die eine Frage ist, wie kommt man raus aus so einer Situation? Und da würde ich auch, also ich meine, das ist ziemlich schwierig bis fast unmöglich, bis dass man halt darauf hofft, dass es irgendwann besser wird. Aber die andere Frage ist, wie baut man vor, dass man gar nicht erst hineinkommt? Und da glaube ich, dass man schon auch nochmal, ich meine, natürlich ist irgendwie müßig und ich meine, es gibt überhaupt nichts, wirklich, es gibt einfach überhaupt nichts, was Putin rechtfertigen könnte. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es wird auch nichts, es wird auch keinen Frieden mit ihm geben, Punkt aus. Aber was mir schon aufgefallen ist, auch vorher, dass es eine abnehmende Gesprächsbereitschaft auf allen Seiten gab. Ja, das haben ja hochrangige deutsche Politiker gesagt, dass sie es besorgt sehen, dass sozusagen Statement-Politik wirkliche diplomatische Verhandlungen ersetzt. Also man weist Leute aus, man macht alle möglichen. Und deshalb glaube ich, man muss, also das Reden ist halt, also das Dialogische verhindern, also man muss es sozusagen im Vorfeld verhindern, weil wenn das Kind im Brunnen ist, ist es zu spät. Ich meine, das Pessimistische dabei, leider fällt mir gerade nichts Optimistisches ein, ist, dass es halt offensichtlich, das haben Sie ja gerade auch gesagt, eigentlich alle, dass es halt sehr lange dauert, solche tiefen Verletzungen und Wunden zu überbrücken. Aber offensichtlich ganz leicht möglich ist, sie zu erzeugen. Also ich meine, auch mit den Identitäten, also Jugoslawien ist ja das Paradebeispiel, wo die Leute gar nicht wussten, ob ihre Nachbarn jetzt ja. Kroaten oder Serben sind, oder aber innerhalb von 2 Wochen sich so gehasst haben, dass sie bereit waren, sich umzubringen. Also da sieht man sozusagen, der Abbau der Resonanzfähigkeit geht rasend schnell. Und der Aufbau dauert ewig und dann kann man es auch nicht gleich vergessen, aber vielleicht fällt Ihnen ja noch was ein. Wenn Sie so sprechen, dann überlege ich mir, wer spricht eigentlich mit wem? Es sind ja nicht die Russen oder das russische genau. Volk und das ukrainische ja. Volk, das sind Leute, die an der Macht sind, die die Möglichkeit haben zu sprechen und die sind miteinander im Gespräch. Ja. Deswegen ist die Frage, möglich, wie können diese beiden oder diese Beteiligten in einen Dialog kommen? Oder? Aber da, also ich weiß gar nicht, ob es gemeint war, aber vielleicht darf ich da noch was dazu sagen. Also das Problem ist natürlich, und das ist, glaube ich, ganz tief sitzend, dass wir politische Verhandlungen übrigens nicht nur im internationalen Kontext, sondern sogar im nationalen Kontext, gerade nicht nach Resonanzmodellen denken, überhaupt nicht. Ja, also die Idee ist, da geht es um Interessen, um das Durchsetzen von Interessen. Ich meine, ich finde wirklich, also das fängt in der nationalen Politik an, wo ich das schon immer finde, und das sage ich auch Politikerinnen und Politikern, die durchaus da Interesse auch haben, also auf alle politischen Formate, die wir kennen, sind gerade nicht auf Hören und Antworten hin angelegt. In der Bundestagsdebatte geht es gerade nicht darum, sich von den Argumenten der Opposition erreichen zu lassen und zu transformieren und das Neue entstehen zu lassen. Und auch in keiner Talkshow. Und ehrlich gesagt auch nicht auf der Straße, wo die Leute, egal ob es jetzt von links gegen rechts oder von rechts gegen links protestieren, die Idee eigentlich ist, die anderen sollen ruhig sein und verschwinden oder am besten tot sein. Und erst recht gilt das für internationale Beziehungen. Ja, die sind an keiner Stelle auf Resonanz hin angelegt. Und da bin ich sicher, wenn jetzt Putin sich mit beiden trifft, also da kommst du mit der Resonanztheorie wirklich nicht weit. Aber ich würde aber trotzdem nicht sagen wollen, und trotzdem würde ich sagen, und genau das wäre der Weg. Das wäre wirklich der Weg, sozusagen die entsprechenden Formate zu schaffen. Die tiefste Überzeugung, da bin ich ruhig, wäre meiner Ansicht nach zu sagen, wir müssten also ich glaube, wenn es nochmal sowas wie eine internationale Sicherheitsordnung geben könnte, dann müssten natürlich alle daran teilhaben. Ich glaube, was man gesehen hat, so ist meine Lesart des Konflikts, ist, dass du nicht ein sicheres Europa bauen kannst, wenn du einen Akteur draußen lässt. Also es muss uns irgendwie gelingen, sozusagen wirklich eine Weltordnung zu schaffen. Herr Kolb, Sie hatten sich mit. Ich möchte noch mal ganz runterfahren auf eigene Erfahrungen. Wo könnten Dinge, die einfach erstmal polar aufeinander rumpeln, wie könnten die aufgebrochen werden? Ich habe in der Zeit der Nachrüstung habe ich ein Seminar zur Friedenspsychologie abgehalten. Und da haben wir alles durchdekliniert von struktureller Gewalt, Galtung und so weiter. Und Robert Jung war auch bei uns im Seminar da. Und dann hat eine Frau,
die eine theaterpädagogische Ausbildung hatte, gesagt, ich möchte, dass wir endlich rausgehen aus der Uni. Und dann haben wir auf der Münchner Freiheit, das ist ein Platz in Schwabing, haben wir eine große Weltkarte aufgestellt. Und dann hat diese Frau als Schauspielerin den Leuten, die dann sich sofort darum versammelt haben, erklärt, warum diese Raketen jetzt unbedingt aufgestellt werden müssen, weil doch der böse Russe und so weiter. Und viele haben sich da sofort eingeklinkt. Und unsere Kommunikationswissenschaftler haben die Debatten, die dort liefen, gefilmt. Und da gibt es eine Szene, da war ich hinterher völlig verblüfft. Man hatte mich dann auch in einem Gespräch mit einem CSU-Abgeordneten gesehen. Und wir haben uns einfach nur angeblafft am Anfang. Du verstehst ja überhaupt nichts und du bist, warum kapierst du das nicht? Und dann gab es eine Wendung im Gespräch. Ich habe dann angefangen zu erzählen, wie es meinen beiden kleinen Kindern geht, wenn jeden Morgen beim Frühstück das Radio läuft und jetzt über diese Raketen und die Gefahren damit gesprochen wird. Und das macht ihnen Angst. Und dann war er ganz ruhig und nachdenklich, sagt, ja, das geht mir genauso. Meine Kinder sind auch voller Angst. Und dann haben wir über diese Ebene miteinander ein wirklich, glaube ich, einen Dialog anfangen können. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ja auf der politischen Ebene das überhaupt nicht sein darf. Hat jemals schon Herr Putin über seine drei Töchter, die er wahrscheinlich hat, ich weiß es gar nicht genau, mit jemand gesprochen, der dann auch über seine Kinder redet. Die Merkel hat keine, der Scholz glaube ich auch nicht, aber die sitzen an einem riesengroßen Tisch, das ist ja das Bild, was wir alle im Kopf haben, und da ist überhaupt keine personalbestimmte, geprägte Ebene dabei. Und deswegen glaube ich, dass das nie zu einer wirklichen Veränderung führt. Aber vielleicht gelingt es doch einfach über andere Ebenen Gespräche wieder anzufangen. Und in Ihrem Verein wünsche ich mir das natürlich auch, dass Sie das gut hinkriegen, weil da können ja beide über Leid und über Schmerz und über Erschütterung und über Erniedrigung sprechen und auch über Opfer, die beide Seiten ja inzwischen zuhauf haben. Den Aspekt würde ich gerne mal aufgreifen. Was ist eigentlich, da ist gerade dieser Tisch, dieser elendig lange Tisch, an der einen Seite der Putin, auf der anderen irgendjemand, der mal so vorbeikommen darf. Und da ist lange, lange Zeit nichts dazwischen. Und da war mir auch so der Gedanke, das gibt es ja auch bei anderen Gruppierungen, das wäre so eine Frage an dich, Christoph, der Moderation. Vielleicht der Gedanke, dass eine Moderation hilfreich sein könnte, irgendeiner Art zwischen Parteien, Gruppierungen ins Gespräch zu kommen. Eine Moderation, die anerkannt wird. Und ich wollte dich fragen, du kennst dich gut ins Gespräch zu kommen, existenzielle Kommunikation mit einzelnen Menschen, aber auch mit Gruppen sehr viel. Hast du viel Erfahrung? Was ist der Unterschied und was ist die Aufgabe von dir als Moderator in so Gruppen? Ja, also ich würde gerne anknüpfen an dem, was Sie beiden gesagt haben. Ich glaube tatsächlich, der entscheidende Schlüssel liegt darin, dass es kein Dialog ist, sondern dass es im Grunde ein Herrschaftsverhältnis ist. Also dass im Grunde Interessen mit Macht durchgesetzt werden. Und dann wird man taktisch. Und dann überlegt man nicht aus dem Begegnungsmoment heraus, und das ist eigentlich jetzt egal, wo der Anknüpfungspunkt für die Begegnung ist, ob es die eigenen Kinder sind, ob es andere Betroffenheiten sind und so weiter, sondern im Grunde geht es um die Durchsetzung der eigenen Interessen. Und deswegen ist es keine Begegnung, ja, sondern es ist im Grunde das höchstgradige Geschick, mit allen Finessen das abzuringen, was maximal im Sinne des eigenen Interesses möglich ist. So. Und eigentlich braucht Politik den Ausstieg aus diesem Muster zu interagieren. Das ist ja ein bestimmtes Interaktionsmuster. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und vielleicht hatten wir hier in Deutschland für einen Moment so dieses Empfinden, als sich die drei Parteien zur neuen Regierung finden mussten, dass man so ein wenig den Eindruck hatte, die haben sich aufeinander eingelassen und mal miteinander geredet und nicht versucht, sich über den Tisch zu ziehen
um dann anschließend diese Konflikte sofort wieder weiter auszutragen, sondern irgendwie miteinander etwas zu wollen, weil es eine Idee gab, für die man miteinander steht und auf die hin man sich miteinander einlässt. Und wenn ich jetzt auf deine Frage komme, also ich glaube, da sind zwei Antworten wichtig. Die eine Antwort ist, was gibt es überhaupt für eine Idee, die uns eint? Haben wir überhaupt eine? Und in der Hoffnung, dass jeder das aus seiner eigenen Authentizität anspricht, ja, das, was ihm das Wesentliche ist, in dem, worum es ihm geht, das wäre so die eine Chance da drinnen. Und was ich glaube, in dieser Situation würde es jetzt gar nicht so sehr erstmal um die Idee gehen, sondern es würde vielleicht viel grundlegender um die Ängste gehen. Also es müsste ein Raum eröffnet sein, in dem jeder sagt, was für Befürchtungen habe ich, die so mächtig sind, dass ich nicht bereit bin, an dieser Befürchtung vorbeizugehen und mich auf etwas anderes und einen anderen Gesichtspunkt einzulassen. Und ich meine, das müsste nicht nur zwischen einzelnen Menschen in einer Therapiesituation gelingen. Ich weiß, das geht auch in Teams. Und warum soll das nicht auch in Kommissionen gehen, die für etwas stehen und dann repräsentativ für andere durchaus von diesen Befürchtungen sprechen? Und dann glaube ich, braucht es jemanden, der das moderiert und mit großem Respekt diesen beiden oder diesen unterschiedlichen, sagen wir mal, Befürchtungsebenen und Seiten, die dann im Raum stehen, begegnet, um zu fragen, was ist da für eine Lösung? Also er muss sie nicht wissen, aber ich glaube, es geht um das Ringen da drin, darauf Antworten zu finden. Weil ich glaube, Lösungen wird es nur finden und geben, wenn ich das, was ich befürchte, beruhigen kann. Solange ich das nicht beruhigen kann, werde ich nie einer Lösung zustimmen. Vielleicht pro forma, aber unter der Hand wird es unterschwellig sofort wieder fortgesetzt werden. Naja, also ich finde, das ist jetzt überhaupt ein schwieriges Thema sowieso. Aber ich bin da ehrlich gesagt, also ich finde an der Situation zwischen Russland und der Ukraine können wir momentan gar nichts machen. Natürlich können wir überlegen, ob wir Waffen liefern. Und da bin ich sogar der Meinung, eigentlich ist es zynisch, nur leichte Waffen zu liefern und keine schweren. Aber also deshalb geht es mir jetzt gar nicht darum. Aber was mich beunruhigt an der innerdeutschen Diskussion, ist das genau, also dass irgendwie eigentlich, dass jetzt retrospektiv alle Versuche, Resonanz herzustellen, verteufelt werden. Das finde ich total unbegreiflich. Also es gibt dieses eine Bild zwischen Steinmeier und Lavrov, ja, Steinmeier begrüßt und da wird geradezu damit bewiesen, was für ein schlechter Mensch doch Steinmeier ist, weil er sowas wie eine menschliche Geste, ich würde sagen eine Resonanzgeste zu Lavrov gemacht hat. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht die Katastrophe. Also das sozusagen zu sagen, jede Form, auch nur des Versuchs der Herstellung von Resonanzen ist strafbar in einem internationalen Kontext, weil genau genommen bezeichnet sich das, setzt sich ja direkt fort mit China. Ja, und dann würde ich sagen, wir fallen jetzt direkt zurück in den Kalten Krieg, wo es wirklich darum geht, eigentlich nur sich wechselseitig, die Frage ist dann nur eine Wahl, die Wahl der Mittel, wie man sich fertig macht. Und das ist schon deprimierend. Ja, um nochmal an der deutschen Diskussion weiter zu drehen, also natürlich wäre es super gewesen, wenn der UNO-Generalsekretär eine Chance gehabt hätte, jetzt mit beiden Parteien, denn das war ja mal die Hoffnung, die wir hatten, dass so eine Idee wie die Vereinten Nationen, dass sie wirklich eine Chance hätten, da auch solche Brücken zu bauen. Aber das ist ja offensichtlich nicht möglich im Augenblick. Was mich am meisten ärgert jetzt an der eigenen deutschen Diskussion ist, wie das Abwägen, das vernünftige Nachdenken darüber, was ist jetzt sinnvoll, dass man dem Scholz, glaube ich, nicht absprechen kann, das wird ihm auf einmal als Unprofessionalität, als mangelnde Entschlossenheit, keine Führungsqualität. Und da war der Aufsatz von Jürgen Habermas dieser Tage in der SZ, das war eine große Hilfe für mich, zu sagen, das ist doch, wenn man das alles in Ruhe überlegt, keiner hat im Augenblick eine Lösung, aber die Sache jetzt nicht einfach weiter treiben zu lassen und an dem Treiben in die weitere Aggressionsspirale hinein mitzumachen, sondern abzuwägen und auch die Gemeinschaft mit den anderen Ländern zu suchen. Auch das versucht er. Man mag ihm vorwerfen, wir haben heute viel über Kommunikation auch gehört,
dass er da manchmal ein bisschen mehr Kommunikation betreiben sollte, das würde ich auch unterstreichen, aber dass so eine Art von in Ruhe überlegen, was jetzt gerade möglich und nicht möglich ist, das finde ich einfach richtig. Das ist eine gute Führungsqualität. Ich bin kein Fan von Herrn Scholz, aber das ist eine gute, ein guter Bundeskanzler in dieser Rolle. Also ich möchte dem sehr zustimmen, was Sie sagen, dass es einen Raum braucht für dieses Abwägen. Und wenn wir schon gesellschaftliche Phänomene, die Sie beide ja auch in Ihren Vorträgen gut dargelegt haben, nehmen, dann treffen wir ja hier auf diese Haltung der politischen Korrektheit. Und ich glaube, es wird nicht mehr aus der Begegnung heraus die Haltung gefunden, in der man sich im Respekt begegnet, sondern man hat sich richtig zu verhalten. Und jeder hat Angst, dass sein Verhalten möglicherweise falsch sei. Und so wird es im Grunde entfremdet von der Person. Also es findet kein personaler Bezug in der Debatte da drin mehr statt. Dann würde man über die Ohnmacht sprechen, dann würde man über den Zweifel sprechen, dann würde man vielleicht sagen, ich habe auch noch nicht die richtige Antwort, aber lass sie uns miteinander suchen. Und stattdessen wird es alles auf eine bestimmte moralische Ebene gehoben, wie man zu sein hat. Und so, glaube ich, verhindert man Begegnung. Das ist das Problem. Kann man auch vielleicht sagen, es gibt eine Delegation von Verantwortung, weil wir schauen ja jetzt alle nur noch auf irgendwelche Politiker, die dieses oder jenes machen, die Geste oder jene Geste. Wir sind ganz groß im politischen Geschäft, hier auch in der Diskussion. Und ich denke so, wo bleiben wir eigentlich mit unserer, wo es uns berührt? Oder vielleicht ist das auch der Moment, wo der Pazifismus mit reinkommt, mit einer Meinungsbildung, mit einer Diskussion, die angefangen wird mit Leuten, die sagen, wir müssen erstmal mit Waffen eine Situation schaffen, wo man wieder reden kann. Also wieder so einen Diskussionsraum zu öffnen, wo eigentlich jeder von uns auch wieder beteiligt sein kann. Denn sonst bleibt uns ja nur die Ohnmacht und zuzusehen, was denkt der Herr Lengle als Kopf der Ausbildung oder wo ist das Eigentliche, das Bürgerengagement? Ich weiß nicht, darf ich? Hartmut Rosa mit Resonanz, das entspricht über ganz weite Strecken unserem Personenbegriff. Die Resonanzkiller, das sind Personenkiller. Wenn die Person verschwindet, verschwindet der Dialog. Und dann kommen wir in die Kriegsnähe. Und die große Frage ist, müssen wir warten, bis jemand Frieden macht, oder können wir, jeder von uns, auch selber was beisteuern? Ich bin ein Vertreter einer Bottom-up-Theorie. Frieden entsteht aus dem Volk. Und wenn die Völker, wenn die Menschen sich wieder besser verstehen und aufeinander eingehen, dann kommen die Politiker in eine Not, wenn sie es nicht versuchen. Auf der anderen Seite ist die Politik das Geschäft der Verhandlungen. Da gibt es ganz knallharte Interessen, Geld, Macht, Territorien und so weiter. Donbass und Krim sind hochproduktive Erdölgebiete. Das sagt nur keiner, es ist halt immer nur die Russen, die dort vertreten werden. Aber im Grunde ist das vielleicht noch mehr kriegstreibend als die Ethnien, die da verteidigt werden. Aber was kann ich dazu beitragen? Der Corona-Leugner, der Verschwörungstheoretiker, wisst ihr, wie schwer es ist, dem wirklich zuzuhören? Der Freund der Tochter, der mit Neonazi-Ansichten daherkommt, kann ich dem zuhören und mir das anhören, was der sagt? Kann ich aufhören? Das ist so schwer. Es ist mir zum Teil so schwer gefallen, zu hören, was Einzelne auf der russischen Seite, auf der ukrainischen Seite gesagt haben, weil es mir so widersprochen hat innerlich. Weil es so aus Aggression kam und so. Aber wenn ich da nicht zuhöre, bin ich Kriegstreiber. So habe ich mich verstanden. Und ich finde, wir sollten uns
auch nicht scheuen, hier uns einzusetzen und Farbe zu bekennen und dem Geschehen entgegenzutreten, das nicht einfach sich ausweiten lassen. Und das liegt an jedem von uns. Und das beginnt in der Familie, das beginnt mit den Menschen, die andere Ansichten haben. In unserer Theorie, erste Grundmotivation, aushalten. Aushalten können. Und das geht natürlich nur, wie Christoph sagt, wenn die Angst nicht dominiert. Wenn mich die Angst besitzt, dann kann ich nicht aushalten. Nicht aushalten können heißt, jetzt passiert mir was, dann komme ich in die Coping-Reaktion, dann komme ich in die Aggression und so weiter. Aber halten können, bei mir bleiben können, das schafft den Boden, wo die Resonanz wieder entstehen kann, wo wieder Personen, Begegnungen und so weiter, Dialog entstehen kann. Und das ist etwas, wo ich glaube, jeder von uns kann da täglich etwas dazu beitragen. Und das wünsche ich auch unseren Kolleginnen in der Ukraine und in Russland, dass das aushalten können, dass bald mal wieder so viel Sicherheit da ist. Wir haben, dass die Russen nicht hier sein sollen bei dieser Online-Veranstaltung, das ist verständlich. Aber es ist nicht richtig. Diese Differenzierung ist mir ein Anliegen. Verständlich, ja. Und darum sollen wir darauf eingehen. Aber richtig ist, wenn wir miteinander auf Augenhöhe in Begegnung kommen. Dann braucht es nach dem Aushalten diesen Moment auch des Nachfragens oder dieses Moment zu sagen, ich bin auch noch da, darf ich was fragen, darf ich mich einbringen, so das als Gegenüber wahrgenommen zu werden und dann nachzufragen, um was geht es dir eigentlich? Genau. Ja? Naja, und was du, Alfred, ansprichst damit, ist ja auch, dass es im Grunde von uns Haltungen braucht, die Grundlage dessen bilden, dass ich in den Dialog wieder trete, im Dialog bleibe. Und obwohl es für mich unerträglich ist, trotzdem hinhöre, zuhöre und mich einlasse. Das ist ja Grundlage einer Haltung, mit Respekt und Würde dem Gegenüber zu begegnen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, der erklärt, was Sie vorhin angesprochen haben, Herr Kolb, wie schnell ist etwas verloren und wieder sehr rudimentär da, weil diese Haltungen einfach nur über einen langen Zeitraum wir uns erringen, so kommt mir manchmal vor. Ja. Und ich führe oft mit meinen Freunden eine Debatte, ob man sagen kann, dass in der Menschheitsgeschichte sich zunehmend bestimmte Haltungen durchsetzen oder ob das immer nur Augenblickspeaks sind und dann fällt man wieder in andere Haltungen zurück. Und ich glaube, das, worum es jetzt hier gerade geht, ist das Erringen. Wie, mit welcher Haltung begegnen wir diesem Geschehen jetzt? Ja, aber Haltung ist relativ spät und reif. Der Anfang ist viel basaler. Ja, ja. Kann ich es überhaupt ertragen? Ja gut, das sind die Voraussetzungen. Und wenn ich es nicht ertragen kann? Also ich möchte zwei Punkte noch ansprechen. Das eine, was kann ich im Augenblick tun? Als der Krieg begann, habe ich meine Sozialpsychologie-Vorlesung gerade an der Uni in Bozen gehabt. Und dann habe ich ganz stark den Bereich der Massenpsychologie mir genauer angeschaut, weil darin steckt genau oft eine Antwort, warum Leute dann so schnell sich einer Seite eindeutig zuordnen und emotional darüber auch sich ein Stück erhöhen und aufwerten können. Und wie gefährlich das ist. Und das, was der Freud mit dem Narzissmus der kleinen Unterschiede angesprochen hat, das ist oft genau der Ansatzpunkt, wo wir alle ja auch was zu bieten haben, auch im negativen Sinne was zu bieten haben. Und zu sagen, also warum sollten wir uns jetzt eindeutig in das Russenbashing einbeziehen? Dafür gibt es persönlich überhaupt keine Gründe. Man kann den Putin für das halten, was er ist, ein Verbrecher. Und das ist aber doch noch ein Riesenunterschied, ob ich dann
die Russen generell in diesen Topf hineinwerfe. Also das ist mir wichtig, dass wir eine ganze Menge Wissen haben, wie schnell wir auch in solche massenpsychologischen Vereinfachungsmodelle hineinrutschen können. Also wir müssen wieder anfangen zu differenzieren. Das ist Herr Putin und das ist diese Gruppe vielleicht in Russland und das ist die russische Bevölkerung, die hat vielleicht die Anliegen. Das sind die russischen Psychotherapeuten, die gerade in der Situation sind. Also wieder zu gucken, wer steht mir eigentlich gegenüber und nicht einfach nur... Und es gibt auch nicht nur die edlen Ukrainer, sondern da gibt es auch Faschisten, die bekannt sind, schon jahrelang bekannt sind. Die großen Politiker sind alle nach München an das Grab von Herrn Bandera gepilgert. Das ist wirklich der faschistische Führer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Okay, also schwarz-weiß ist da auch überhaupt keine große Hilfe. Mein zweiter Punkt ist, meine Erfahrung in der deutsch-jüdischen Begegnung ist eine ganz wichtige. Als ich studieren anfing in Frankfurt, war ich ganz schnell Mitglied der deutsch-israelischen Studentengruppe. Und in Frankfurt war ohnehin eine relativ große jüdische Gemeinde. Das heißt, ich habe das erste Mal in meinem Leben überhaupt gemerkt, was sind das für Menschen, die jetzt diese schlimme Holocaust-Geschichte überlebt haben. Und dann gab es den Sechstagekrieg. Und da ist auf einmal alles wieder auseinandergeflogen, weil... Sind wir jetzt automatisch Gegner der Palästinenser? Sind wir automatisch Gegner der... Und da gab es Spaltungen, da gab es Verletzungen, da gab es... Und den Prozess trotzdem weiterzuführen. Da gab es einen ganz großen israelischen Psychologen, Dan Baron, der dann auch nach Deutschland kam und zum Beispiel immer wieder Seminare gemacht hat von deutschen und jüdischen Studierenden. Und das ist... toll gewesen, was da entstanden ist. Und, aber gut, das war dann auch schon eine ganze Reihe von Jahren, Jahrzehnten eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir müssen da, glaube ich, auch in Zeiträumen denken, wo wir nicht denken, wir können das jetzt innerhalb von kurzer Zeit irgendwie reparieren, können wir sowieso nicht. Die Entwicklung kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Sie hat eine Geschichte über hunderte von Jahren. Genau. Ne? Also... Darf ich, also ein Punkt, der mich beschäftigt, ist irgendwie die Frage, also die Frage natürlich, was können wir machen als Einzelne? Sie haben gerade gesagt, auch Differenzierung aufrechterhalten. Aber ich frage mich wirklich, was genau dieser Krieg, der für alle, glaube ich, erschütternd war, weil er wirklich existenzielle Gewissheiten auch untergräbt, was der mit uns macht. Und was mich wundert, ist sowohl in dem Privatbereich, den ich kenne eigentlich, als auch in der Öffentlichkeit, da erst recht in der Öffentlichkeit, also extreme Einseitigkeit ist jetzt irgendwie blöd, ist ja irgendwie klar, dass wir einseitig sind. Aber auf jeden Fall, oder halt eigentlich würde ich eher sagen Eindeutigkeit, weil der Punkt, der mir durch den Sinn geht, das wollte ich Sie auch fragen, Herr Kolb, ob das jetzt nicht ein Fall ist, wo sozusagen die Ambiguitätstoleranz auf Null geht, vielleicht zu Recht auf Null geht. Ja? Weil ich glaube, wir hatten gerade die Ohnmachtserfahrungen der Krisen, die wir haben, nämlich Klimakrise. Ja? Da weißt du nie genau, wer ist eigentlich Täter, wer ist Opfer. Ja? Was sollen wir tun? Darf ich jetzt noch mit dem Auto fahren? Wir sind immer irgendwie beides und es ist so schwierig. Ja? Also wir sind ohnmächtig in einer Gemengelage, bei der es ganz schwer ist, irgendwie gut und böse oder so zu unterscheiden. Und bei Corona war es genauso. Ja? Da ist irgendwie ein unsichtbarer Feind und du weißt nicht so richtig, was du eigentlich tun kannst. Eigentlich kannst du nichts tun, ja, und es ist auch niemand so richtig schuld, außer du hängst einer Verschwörungstheorie an. Und jetzt kommt dieser Krieg daher und es ist wunderbar. Ja, da ist gut, hier, da ist böse. Und wir können was tun, wir können Panzer schicken, was weiß ich. Das scheint mir irgendwie, also weil eigentlich sind Sie können das viel besser beantworten als ich. Ich habe das Gefühl, da ist irgendein psychologischer Mechanismus. Also meine Vermutung ist, da ist eine kathartische Funktion drin. Ja, endlich weiß ich wieder, wo gut und böse ist und wo ich stehe, oder? Und das führt aber natürlich wirklich zu dieser ganz harten Vereinseitigung, wo jetzt plötzlich, also weil Friedensbewegung ist ja schon hart, das schreibt ja inzwischen auch hier, das kann doch nicht sein. Also ich muss wirklich sagen, mich regt das auf. Mit der Zeitenwende würde ich gerne, also auch Ihre Meinungen wissen. Also ich finde das Quatsch, also ehrlich gesagt, ich finde es wirklich Quatsch mit der Zeitenwende. Ich muss vorsichtig sein, ich rede mich wieder in Rage. Weil das wäre sympathisch. Nein, weil ich finde, es ist eine Katastrophe, also natürlich ist es ein katastrophischer Rückfall, in dem, habe ich ja schon gesagt, vielleicht auch Waffenlieferungen und sonst was gerechtfertigt ist, aber zu sagen, bisher haben wir Trottel geglaubt, wir sollten auf Abrüstung und Frieden und Dialog setzen. Haha, diese dummen Deutschen, jetzt sehen wir, worauf es wirkt.
wirklich ankommt, auf Rüstung, Waffen und sonst noch was. Das heißt ja eigentlich auch Chemiewaffen und Biowaffen und alles andere. Ich wüsste nicht, wie das sonst gehen soll. Und dann zu sagen, irgendwie jetzt haben sich die Zeiten gewendet, jetzt ist Schluss mit dem Verhandlungsgedönse, Dialoggedönse, Friedensgedönse, Russland mit Russland kooperieren, aber jetzt wird auf Krieg und Konfrontation gesetzt, das kann es doch nicht sein. Mhm. Und das liest du überall. Und das muss man doch irgendwie psychologisch erklären können. Also, Sie. Schön, Sie auch zu hören, dass Sie auch noch da sind. Sie dürfen auch klatschen zwischendurch und Buh rufen oder wie auch immer. Ja. Also in solchen Situationen, wie wir sie haben, ist erstmal die Ambiguitätstoleranz nicht da ganz oben. Bei ein paar vernünftigen Leuten vielleicht noch da, die auch öffentlich sich äußern, wie Jürgen Habermas zum Beispiel. Aber im Grunde ist es, ich denke dann oft, ich bin ein großer Fußballfan. Und wenn ich in München ein Spiel in den 60er, 70er Jahren zwischen 1860 München und Bayern München erlebt habe, dann hast du erstmal zwei unversöhnliche Gegnerschaften erlebt, wirklich erlebt. Ich hatte mal ein Ticket von einer Freundin, die ein Bayern-Fan war. Ich bin kein Bayern-Fan. Und dann saß ich unter lauter Bayern und dann hat 60 ein Tor geschossen und ich habe mich gefreut. Und die hätten mich beinahe erschlagen, da die Leute um mich herum. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man dann wieder auseinandergeht, ist klar, da hat sich eine Situation so radikal regressiv auf elementare Ja und Nein, gut und böse. Und das erleben wir jetzt auch. Also das Beispiel war jetzt ein bisschen harmlos, was ich gebracht habe, aber das erlebe ich im Augenblick ganz stark. Und erlebe auch, dass ich mich auch frage, will ich eigentlich als friedensbewegter Wehrdienstverweigerer, will ich, dass da jetzt über Waffen alles diskutiert wird? Mein oberbayerischer grüner Abgeordneter, den ich bisher sehr geschätzt habe, der mit den schönen langen Haaren, der ist auf einmal ein militanter Kenner von Waffensystemen, von denen ich noch nie was gehört habe. Was ist da los? Und sich davon mitreißen zu lassen, finde ich hochproblematisch. Und da muss man auch mal sagen, lieber Toni Hofreiter, was machst du da eigentlich gerade? Wenn ich ihn mal treffen sollte, werde ich versuchen, mit ihm darüber zu reden. Warum machst du das so? Dann wird schon sein, dass er sagt, das ist meine tiefe Überzeugung, dass der Krieg jetzt diese Wendung nehmen muss. Aber da muss man auch dagegenhalten können. Und das glaube ich, wir haben keine gute Kultur, Habermas ist die Ausnahme, einer öffentlichen Rede von Leuten, die nicht einfach nur Ja sagen zu dem, was in den Talkshows ausgeplaudert wird. Also es gibt so wenig öffentliche Intellektuelle, die auch mal dagegen reden. Wir müssen das öfter machen. Ich habe es getan übrigens. Ich habe gestern Morgen mich spontan hingesetzt aus Zorn über genau den Punkt und habe zwei Seiten geschrieben und im Spiegel geschickt und das soll angeblich jetzt auch kommen. Na, wunderbar. Ich habe gestern den Salzburger Nachrichten ein Interview gegeben. Alle, die aus Salzburg kommen, können dann, wenn sie heimkommen, nochmal nachlesen. Nein, aber das ist, glaube ich, schon wichtig, da jetzt auch Gegenstimmen laut werden zu lassen, öffentlich zu machen und damit die Differenzierung wieder eine Chance hat und nicht nur dieses Ja, Nein. Ich möchte gerne den Ball von Herrn Rosa nochmal aufnehmen und dann Christoph weitergeben. Rosa meinte, was ist das eigentlich, wo diese Lust aufkommt, sich auf eine Seite zu werfen oder so in die Aggression zu gehen? So ist das was Kathartisches? Hast du eine Idee? Na, ich würde sagen, es geht ja darum, wie löse ich die Ohnmacht auf, psychologisch. Ja. Und ein Mechanismus, ein Coping-Mechanismus im Umgang mit Ohnmacht ist eben Spaltung. Und insofern, wenn ich jetzt weiß, wer richtig ist und wer gut ist, dann komme ich wieder, dann habe ich wieder eine Perspektive. Dann habe ich eine Orientierung. Und mit der Orientierung kann ich leben. Und ich glaube, das hängt mit der, also es ist natürlich keine wirkliche, also keine, wir unterscheiden ja zwischen Coping-Mechanismen und personalem Verhalten. Oder Handeln nennen wir das dann, ja. Es ist im Grunde kein personales Verhalten, sondern es ist aus der Psychodynamik kommende Entlastung des Ohnmachtsgefühls. Und so lässt sich erklären, dass das zumindest erstmal erleichternd empfunden wird.
Und zu dem zweiten Aspekt, den Sie sagen, das beobachte ich genauso, dass ich ein bisschen mir die Augen reibe und plötzlich denke, meine Güte, Themen, über die wir uns einig waren, die werden jetzt an die Seite gestellt und ein bisschen als Träumerei beschrieben und als nicht ganz real. Ich erkläre es mir so, dass ich denke, also mir hat dieser Gedanke sehr geholfen, dass Existenz polar strukturiert ist und dass sie immer konflikthaft ist. Ja. Und ich glaube, wir haben dieses Konflikthafte über eine bestimmte Zeit auch geleugnet. Ja. Wir haben immer gedacht, alles wird schon besser, man setzt sich zusammen, dann kriegt man das schon irgendwie hin und dann beruhigt sich das und so weiter. Und jetzt haben wir, ich bin ja nun auch in dieser Generation, die noch nie einen Krieg erlebt hat, in dieser Nähe, du hast das eben von dir auch gesagt, und es hat mich sehr, sehr erschüttert, das jetzt so unmittelbar mitzuerleben. Und ich glaube, wahrscheinlich müssen wir uns noch mal Fragen stellen, wie holen wir etwas wieder mit hinein in unser in die Spannung, die zur Existenz gehört, dass man manchmal mit der Faust auf den Tisch schlagen möchte, dass man seinen Raum behalten möchte und so weiter. Und ohne dass das immer in Form von Idealisierung oder von Korrektheiten alles besprochen werden darf. Und ich glaube, so eine Korrektheit, die ist gerade völlig zerplatzt und jetzt geht sie gerade ins Gegenteil. Wir kommen so ganz langsam ans Ende von dieser Runde, die viel, viel länger und viel mehr Themen haben könnte. Ich hatte gehofft, es geht noch mal so ein bisschen mehr in Richtung unserer Gesellschaft, was wir für Konflikte haben. Aber einfach es ist so akut, was gerade passiert und uns auch berührt, uns auch in den als Psychotherapeut, da muss ich sagen, vergeht nicht ein Tag, wo ich nicht mit Menschen darüber rede, die Ohnmacht, die Angst, dass jetzt muss man doch so machen, das muss man so machen, da reinkommt. Das ist also ein sehr, sehr großes Thema. Vielleicht noch ein Gedanke, wo ich Sie fragen braucht es eine bestimmte Art von Bildung nochmal? Was können wir tun, um diese Fähigkeit zu differenzieren, weiterzugeben oder zu pflegen? Vielleicht kurze Statements, ich weiß, es ist komplex, aber... Soll ich anfangen? Sehr gerne. Ja, nur, dass wir dann so durchmachen können. Also ich weiß nicht, die Sache mit der Bildung ist irgendwie schwierig. Also eigentlich glaube ich, was mir wirklich wichtig ist, Resonanzfähigkeit muss man nicht lernen. Ja, also es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir so anfangen als Menschen oder als Säuglinge. Man kann sie verlernen. Ja, und da könnte Bildung eine Rolle spielen, ja, dass möglicherweise unser Bildungssystem systematisch dazu beiträgt, in manchen, also das, was wir mal bildungsfern genannt haben, ich glaube, das sind ja nicht unbedingt die Schichten, sondern da findet ein biografischer Prozess statt, in dem du lernst, dass deine Stimme zum Beispiel sowieso nicht Gehör findet und dass du keine Selbstwirksamkeit hast, ja, und dann kann man Resonanzfähigkeit verlernen. Und deshalb, glaube ich, gibt es vielleicht Bildungseffekte, die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube nicht, dass Bildung das Zentrale ist. Ich habe bei dem Kongress gerade was gelernt, was mir echt wichtig ist, dass nämlich, ich finde das schon, dass das stimmt, was Sie eingangs gesagt haben. Wenn jemand sozusagen, Sie würden wahrscheinlich sagen, aus personaler Betroffenheit, ich weiß nicht, also spricht, dann hört man automatisch zu, man fühlt das geradezu. Ja. Dann habe ich gedacht, aber wenn jemand fanatisch ist, ist er ja irgendwie auch personal betroffen. Ja. Das ist dem ja irgendwie ganz wichtig. Ja, und jetzt leuchtet mir irgendwie ein, dass das dann wahrscheinlich einfach ein Coping-Mechanismus ist, weil ich dachte immer, da ist aber diese Schließung gerade nicht die resonanzoffene. Ja. Und als ich Herrn Kolb zugehört habe, würde ich sagen, ja gut, da haben wir doch jetzt einen Ansatzpunkt, an dem man weiterarbeiten kann. Wahrscheinlich hätten Sie das eh gesagt, aber ich nicht, weil ich das nicht wusste. über die Ängste, wenn du über die Angst gehst, kannst du sozusagen das eine in das andere überführen. Ja, also weil sie das gesagt hatten, ja, als dann beide plötzlich an dem Punkt waren, wo sie zugeben, wo sie sich vielleicht auch erst mal klar werden konnten, was ist eigentlich die Grundangst, ja, die mich in diese Position treibt. Da kann man dann vielleicht sozusagen von ideologischer Schließung auf Resonanz gehen. Und ich glaube, dazu braucht man keine große Bildung. Ja, schon. Vielleicht die Herzensbildung. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ob es den Begriff noch gibt. Ja, dann führen wir ihn wieder ein. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Also ich hatte Ostern die Freude, dass... Meine erste Urenkelin, die ist gerade ein knappes halbes Jahr alt. Und was du da erlebst, wie Resonanz stattfindet zwischen so einem neugeborenen Lebewesen und wie sie aufnimmt, das, was die Erwachsenen um sie herum
von irgendwie ihr zeigen wollen. Und also das hat mich total tief nochmal berührt, weil das hatte ich schon wieder vergessen, wie das bei meinen eigenen Kindern und Enkelkindern waren, jetzt nochmal diese Erfahrung zu machen. Und deswegen glaube ich auch, dass es nicht ein formeller Bildungsvorgang ist, sondern Bildung ist so etwas altmodisch gesagt wie Herzensbildung. Von daher, das passiert in Familien, das passiert, wenn es gut geht, auch in Schule und auch in Universität, wenn Dinge einfach so miteinander beredet und besprochen werden können, dass man das Gefühl hat, da sind wir uns an bestimmten Punkten nahe gekommen, da ist was, was das bei mir ausgelöst hat. Ich habe zum Beispiel lange Zeit nicht darüber reden wollen, dass wir unsere eigenen Eltern verurteilt haben, dass sie eben Nazis oder jedenfalls keine Nazi-Gegner waren. Mhm. Und wo dann in einem Seminar ein Student aufstand und sagt, ich habe neulich mal mit meinem Großvater geredet, der war bei der SS. Und ehrlich gesagt, ich kann jetzt nachvollziehen, dass es mir vielleicht genauso gegangen wäre. Und das hat bei mir viel ausgelöst, dass ich dachte, meine Güte, ja, wir haben immer ganz schnell Abwehrplanken aufgebaut, um das nicht an sich rankommen zu lassen. Wie oft hocke ich in einem Gremium der Universität und da quatschen Leute das blödste Zeug herunter und ich sage innerlich, da müsste ich sofort protestieren. Ich tue es nicht immer, manchmal ja, nicht immer. Und also das heißt, wir sind, glaube ich, sehr angewiesen darauf, dass wir in solchen zentralen Erfahrungen merken, wie wichtig es ist, auch eine eigene, bei sich was ankommen lassen zu können. Okay. Mhm. Danke. Ja. Also ich möchte zwei Gedanken nennen. Der eine Gedanke ist, ich glaube, wir sollten die Widersprüchlichkeit, die sich ergibt, wenn wir uns diesen Themen zuwenden, diese Widersprüchlichkeit aushalten. Das ist eine unglaublich anspruchsvolle Arbeit, das zu tun. Und ich glaube, das ist das Ringen, eine Haltung zu finden, in die diese Widersprüchlichkeit, also deswegen mag ich auch sehr den Begriff der Ambiguitätstoleranz, die das integriert. Und wir werden hier keine einfachen Antworten geben können, sondern nur Antworten, die sowohl als auch heißen. So, das wäre die eine Antwort. Und ich glaube, dazu braucht es ein Hinhören und sich berühren lassen. Also ein sich öffnen und sich einlassen. Und das ist, glaube ich, das, was Sie auch meinen und sagen. Und vielleicht da ist der Unterschied, dass ich nicht mit allem, wo ich berührt bin, gleich in meiner Personalität bin, sondern auch in der Psychodynamik lande und landen kann. Und das ist noch nicht das, wo wir auf der Personenebene, auf der personalen Ebene in der Berührung sind. Und dorthin zu spüren. Und das ist natürlich, ich möchte nicht über andere Menschen richten, das steht mir nicht an und deswegen möchte ich da auch kein Urteil sprechen, weil ich nicht weiß, wie es mir ginge, wenn ich in einer solchen Situation wäre. Aber im Grunde aus der Verletztheit und der Empörung nochmals innezuhalten und zu sagen, aber was gibt es darüber hinaus noch, was ich im Grunde für wahr halte oder was mir als Wahrheit, als tatsächliche Wahrheit auch begegnet. Dort innezuhalten und von dort her ins Gespräch zu gehen, in den Dialog zu gehen, das scheint mir wichtig. Herr Rosa, erwarten Sie nicht zu viel von der Psychotherapie. Doch. denn Überzeugungen ist nicht gleich Psychodynamik. Und wir können Überzeugungen und Ansichten und Haltungen haben, die nicht einfach nur psychologisch jetzt erklärbar sind. Psychologie spielt natürlich eine Rolle, aber Soziologie spielt eine Rolle und alles spielt irgendwie eine Rolle. Aber das sind dann doch noch unterschiedliche Ebenen. Und wir sollten nicht zu viel versuchen, das zu reduzieren auf psychologische Phänomene. Das finde ich schon auch noch wichtig. Wirklich. Oder dass der grüne Abgeordnete nun eine andere Überzeugung hat. Das kann vielleicht psychodynamische Gründe haben, die wir jetzt nicht wissen. Aber das kann auch einfach eine andere Ansicht sein, die er nun gewonnen hat und die in der Freiheit des Ichs und der Person liegen, dass ich nun Dinge anders sehe und dass aus einem Saulus ein Paulus wird und umgekehrt. Von ihm hören, wie er dazu genau gekommen ist. Ja. Aber darf ich da mal, also eigentlich sind wir am Ende, aber kann ein Saulus wirklich zu einem Paulus werden, ohne dass die personale Ebene die berührt ist?
Nein, nein, das ist natürlich eine Bürde. Ja, aber. Aber eben die Emotion, das aus mir sprechen, das kann blockiert sein durch den Affekt. Ja. Oder, und durch, ja, durch Schutzreaktionen, wo einfach das Überleben die Überhand nimmt. Und dann, ja, klar. Ich glaube nicht, ich habe es Ihnen in der Pause schon gesagt, Herr Kolb, dass wir mit Identitäten viel zum Frieden hinbringen. Sondern da ist die andere, da ist die Resonanz, die Person, das wird die Ebene sein, wo ich glaube, durch das Arbeiten an der Authentizität, an dem, was spürst du wirklich, ist das richtig? Wenn du pauschalierst, wenn du das tust, jenes tust, kannst du dazu stehen? Identifizierst du dich mit dir und deiner Handlung? Also das Zurücknehmen der Identifikation auf sich, die Eigenidentifikation, das können wir Authentizität bezeichnen, dass wir da einen Zugang finden. Und darum meine ich, wenn ich vorher sagte, der Friede beginnt, wenn wir es aushalten, zuzuhören, auch Ansichten, Dynamiken, die uns verletzen, die uns wehtun. Das Tiefste ist dann doch, im inneren Gespräch mit sich bleiben zu können. Weil das äußere Gespräch, der Dialog, beginnt mit dem inneren Gespräch mit sich. Und wenn ich den kann, dann kann ich auch im äußeren Dialog standhalten. Lieber Alfred, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für diese lebendige Diskussion und es ist viel Neues entstanden dabei auch. Ich möchte die Runde schließen mit einem Gedicht über den Umgang mit der Angst, weil da kann einem schon manchmal Angst werden, was so passiert und auch in der Konfrontation und mit dem, was wir aushalten müssen. Und dieses Gedicht ist von Rose Ausländer. Rose Ausländer ist jüdischer Herkunft und eine Holocaust-Verfolgte. Sie wurde 1901 in der Stadt Czernowitz in der Bukowina, was zum Teil in der Ukraine liegt, geboren. 1944 musste sie emigrieren in die USA. 1965 ist sie nach Europa zurückgekehrt und lebte dann noch 23 Jahre in Düsseldorf. Und ihr Gedicht heißt: Wirf deine Angst in die Luft. Noch bist du da. Wirf deine Angst in die Luft. Bald ist deine Zeit um. Bald wächst der Himmel. Unter dem Gras fallen deine Träume ins Nichts. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel. Noch darfst du lieben, Worte verschenken. Noch bist du da. Sei, was du bist, gib, was du hast. Ich danke Ihnen.